Hallo, liebe Leute, heute geht es wieder eine Runde Grid 2. Ich muss mal auf die Uhr schauen. Okay, 5 nach 4 am Donnerstag. Wir fangen direkt mal mit Duell an und ich habe gerade schon einen Rift gemacht und gnadenlos versagt, deswegen keine Ahnung, wie schlecht ich jetzt fahre. Ihr seht gerade schon meine neue Errungenschaft, der Bug Mono S3. S3 Kleinwagen. Wow. Der ein bisschen driftet. Und ich sehe jetzt schon, ich verkacke. Doch, sie überholt mich mein eigenes Teil, sehr geil. Da überholt mich mein Teil, das ist ja so geil. Und ich fahre eine Scheiße. Geht auf keine Meise. Ja, ich rede Quatsch und das ist gut so. Ich hoffe bloß, dass der Typ davon nochmal einen Fehler macht, sonst habe ich Probleme. Huch. Da hat es kurz geruckelt. Irgendwie. Oh, zu früh gebremst. Oh, und viel zu sehr gebremst. Na, Kurven anbremsen, dann bricht sie halt aus, dann musst du schnell wieder zurück. Doppelkurven sind nämlich das Tödlichste im ganzen Spiel, weil sobald du im Drift bist, kommst du nicht so schnell wieder raus, wie du gerne möchtest. Ja, und die Corvette, die der hier hat, der nette Mann, das ist kein schlechter Wagen, sag ich mal so. Auf S3 ist der. Wow! Ja, Gott. Jetzt ist er mir aber echt vollends davon. Drift, Baby, Drift. Hab ich vielleicht auch ein bisschen nicht aufgeholt hier mit dem Drift. Aber dass ich mich da so schön reingebohrt habe. Wow. Komm wieder! Oh Gott, ja. Einmal links in die Bande und rechts nehme ich mit. Da ist schon einer durch. Ach Gott, da ist das Ziel schon. Ja gut, das habe ich dann ziemlich verkackt, würde ich behaupten. Schade. Ja. Also, wenn man in die höheren Level kommt bei den Duells, ist es so sinnlos, dann musst du einfach wirklich immer perfekt fahren, sonst kannst du nicht ansatzweise gewinnen. Zuschauen, komm doch mal zuschauen, den anderen. Ja, wir gucken hier noch rum. Oh, ist gerade ausgeschieden. Was ist denn für ein Ding gewesen? Das war doch kein Ketterhemm, das war kein Atom, das war der X-Bow. KTM X-Bow ist da jemand gefahren. Also es gibt drei solche super Leichtgewichte, das ist der Ariel Atom, der X-Bow und mein Bug Mono auf Stufe 3. Die fahren sie alle super ähnlich, also ich weiß nicht. Die haben zwar müh andere Werte, aber der X-Bow hat irgendwie ein bisschen mehr Gewicht und bricht dadurch vermutlich mal ein bisschen mehr aus. Genauso wie mein Bug Mono, der Ariel ist der leichteste von den dreien. Ja, weiß nicht. Das ist auch, glaube ich, der einzige, den ich aktiv noch fahre, der kein Driftwagen ist. Weil ich habe mich echt daran gewöhnt, das Drift zu fahren. Aber ich habe auch seit Ewigkeit nicht mehr gespielt, deswegen gerade keine Ahnung, ob ich mich einfach nur richtig scheiße tue. Also kann sein, dass ich jetzt richtiges Gefail sehe, weil ich bin auch nicht so wahnsinnig munter. Bisschen früh aufgestanden heute. Wenn man irgendwie 3 Tage lang um 7 aufsteht, ist man das ständig nicht mehr so gewöhnt. Weil Checkpoint S4, Renntyp ablehnen, bin ich für, weil ich mag nicht so gerne S4 fahren. Auch wenn ich da jetzt einen Wagen habe. S4 ist immer noch so unglaublich schnell. Achso, und nicht wundern. Bis auf den Bug Mono sind alle meine Wagen rosa und babyblau lackiert. Und lila. Weil Pink Power! Nein, ich habe mir gedacht, die Farben nimmt keiner online. Wahrscheinlich, weil keine Frauen das spielen. Dann habe ich mir gedacht, na, dann nehme ich doch mal die Farben. Deswegen seht ihr jetzt auch ein Zenvo ST1 ungetunt noch, weil ich brauche noch ein Level. Muss ich Level 24 werden. Aber wie ihr seht, schön in lila, pink und babyblau. Yeah, Pink Power. Andere nennen sich Pink Panther, ich sag Pink Power. Und ihr merkt schon, ich laber viel Scheiße, wenn ich müde bin. Da haben schon einige von meinen Kumpels gemeint: Oh Gott, machst du einen Quatsch und du machst mir so Angst. Also, wenn ich dann mal in den Redefluss komme und irgendwie so Ideenfluss, dann kommen plötzlich übelst abgedrehte Ideen daraus. Also, falls ich jetzt irgendeine Scheiße labere, genießt es einfach und ich hoffe, ihr habt euren Spaß daran. Ansonsten mache ich jetzt ein bisschen Fail Bob Grid 2. Yay! Und Checkpoint. Da muss ich wieder die ganze Zeit fast fehlerfrei fahren oder zumindest möglichst nicht zurücksetzen müssen, um auf ganz guten Platzierungen zu landen. Okay, ich starte ewig weit hinten. Ich bin der Letzte, der. Sehr gerne. Na gut, da kann ich dir die Karre ein bisschen zeigen. Ist nämlich echt hübsch. So, bis auf die Lackierung. Gut, die ist meine. Das ist ein Perleffekt-Lack oben, der das Hellblau, das perlt in oder Flipflop.
ist perlt in pink. Und dadurch habe ich dann manchmal so seine komplett pinke Seite mit einem solchen Winkel geguckt. Das ist der ganze Witz daran. Wow, ich sehe schon. Das meine ich mit einfach mal möglichst nicht komplett failen, sondern halbwegs sicher fahren und schon hat man einen überholt. Also wenn ich mir auf der Karte sehe, dass da irgendwie drei Leute auf einmal hängen bleiben. Das war echt knapp. Schön den nächsten überholt. Also mir ist aufgefallen, wenn man bremst und Handbremse zieht, dann kommt man echt um alle engen Kurven. Ansonsten sollte man aufpassen, dass man die Kurven überhaupt normal nimmt und nicht zu weit rutscht. Also ich drifte gerne mal viel zu weit, dass ich dann mich nach der Kurve sozusagen in die Innenbande bohre oder so in der Kurve noch. Und das ist nicht so toll. Nicht so toll ist das. Ja, der war gut genommen. Der war ganz okay, da bin ich noch angeeckt. Ich hole gerade, was ist denn das da vor mir? Ist das ein McLaren, das ist 3 hochgetuned oder sowas? Oh, Lack of Death, ey. Oh, dass ich da noch irgendwie halbwegs normal durchgekommen bin. Oh, 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 oh. Jetzt werden wir eine halbe Sekunde stehen, ich krieg einen Anfall. Oh, fuck it. Oh gut, das war jetzt richtig schlecht genommen. Aber zurücksetzen kostet meistens trotzdem mehr Zeit. Deswegen lasse ich das einfach mal bleiben. Und fahre so weiter ohne Heck. Oh Gott, ohne alles. Oh, und wieder. Was ist denn jetzt los? Was geht denn? Krieg dich wieder, Spiel. Meine Fresse, letztens war es noch nicht so. Boah. Oh, geh weg! Oh, Spasti, ey. Ich hasse solche Leute, die eh schon ultra langsam fahren und dann im Weg rumstehen. Für Leute, die schneller unterwegs sind. Der müsste doch gleich rausfallen. Geht doch. Bin ich schon mal 5. und hab schon eine Runde 9. Da ich letzter war, sollte ich eigentlich auch nicht hinter den 5. kommen. Oh. Nein, da habe ich es rausbeschleunigen verkackt. Ach, shit. Ja, aber wie gesagt, mindestens 5. Nee, 6. Wieso bin ich 6.? Ich war gerade. Ich dachte, ich wäre 5. Ja, die Bugatti ziehen halt doch noch ein bisschen mehr weg. Wenn man halt immer die Kontrollen lieren kann und keine dummen Ruckler hat, ey. Boah. Ja, ich würde fast sagen. Machen wir noch ein Rennen, machen wir noch ein Rennen, machen noch ein Rennen, glaube ich. Der, ich finde, der hat die Tarnung von die Dingens Tarnlackierung genommen und alles gleich eingefärbt. Mhm. Haben wir noch einen? Haben wir gar keinen mehr sonst im Rennen. So. Ja, wie gesagt, die Bugattis ziehen auf Stufe 4 einfach mal alles ab. Die kriegt es aber erst auf Stufe 28, außer man gibt Geld aus. Toll. Aber dieses eine blöde geblockt werden von dem Typen, ey, das hat richtig genervt. Mann. Wie gesagt, ein Rennen machen wir noch. Und dann würde ich sagen, ist die Folge erstmal vorbei schon wieder. Dann war die erste Fail-Folge schon wieder weg. Ist schon krass, wie schnell eine Viertelstunde rumgeht, nur weil man ein bisschen zockt. Bing. So. Noch ein Rennen auf S1. Veto, ich mag kein S1. S2 und S3, die finde ich gut, aber S1. S1, da fahren alle stabil. Das kriegst du einfach nicht hin. Na gut, die Strecke ist mir eigentlich Hupe. Aber ehrlich, Vetos. Bei 12 Leuten brauche ich 9 Veto-Stimmen. 75% müssen was anderes wollen, damit das klappt. Welche fahre ich denn jetzt mal? Aus Spaß. Ich fahre den Z28. So, oh, wieder ein Driftwagen, ne? Schweins Drift. Alfa Romeo 4C fährt da einer. 30. Ja, schon die Hälfte Level 30 ist. Ich weiß, mit Level 23 mit trotzdem nur
irgendwie 8. Stelle oder so vom Level. Nee, Moment mal. Ich war genau an 6. 7. Stelle. 7. Stelle bin ich, glaube ich. So. Los geht's. Hoffentlich. Pink Power! Oh, Pink Troll! Irgendwas davon wird's schon. Volkswagen. Übrigens, das Lustige ist, solange Pete's Meat gezockt haben, die zocken ja momentan keinen Grid 2 oder veröffentlichen zumindest keine Folgen mehr. Solange die gezockt haben, wurde der Volkswagen Golf R fast nur gefahren auf S1. Ja, perfekt. Danke. Es ist extrem krass. Oh, da fahre ich lieber ein bisschen raus, als dass ich da in dieses Gerangel reinkomme. Von dem Typen. Bevor ich mich da ewig rumwalge mit der Scheiße. Warum? Ach, die haben das raus beschleunigt. Oh Gott. Ah, oh, viel zu spät gebremst, viel zu spät gebremst, viel zu spät gebremst. Oh, und weil ich ins Kiesbett komme, dann beschlage ich mich immer halb mit der Karre. Oh, er hat die Spielliste verlassen. Das ist schön, weil der Typ hat gerade übelst rumgerempelt. Und dicht sich irgendwie ab auf der Geraden. Hab ich den Eindruck. Oh, fuck. Ja, ne, ich fahr fair. Mach mal Platz, bitte. Fahr chillig. Wow, fuck. Da spielt jemand Regelkasse. Okay, kein Abkürzen. Lol. Das irritiert mich jetzt, dass ich da keine Abkürzung für bekommen habe. Ballert euch mal vorne dort weg. Dort der Dreier- oder Viererhaufen. Das ist vier? Auf einem Haufen. Ja, aber da habe ich das gerade ein bisschen aufgeholt durch das Driften. Es ist schon krass, wie viel schneller man einfach mit Driften um die Kurve ist. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. 5. Der fährt sauber, da kann ich einfach vorbeifahren. 4. Bin ich einfach mal besser durch die Kurve gekommen, würde ich sagen. Er hat wahrscheinlich, da haben sie wirklich rumgekracht gerade. Hier könnte ich mal bremsen. Also da musst du echt extrem langsam durchfahren durch die Kurve, damit du die ordentlich kriegst. Weil das trägt dich einfach bei der so steilen Kurve extrem raus. Danke. Da war es ein bisschen gemein. Da habe ich nämlich nicht zurückgesetzt, weil ich mir dachte, der fährt mir gleich rein. Das war kalkuliert, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Wie gesagt, ich drifte gern mal zu eng. Habe ich ja schon angekündigt, dass ich da gern mal nach innen wegrutsche. Und irgendwie, es läuft nicht, wenn auch noch nicht ganz so 100% flüssig, wie ich das sonst gewohnt bin. Es verzögert ein bisschen die Eingaben. Und das ist nicht schön. Ja, aber noch 2 Runden, da könnte ich noch den dritten vielleicht sogar kriegen, wenn ich weiter so fahre. Muss bloß sauber fahren. Er hat einen schönen Sound. Boah, hier leckt er wieder oder was? Was überholen wir da eigentlich? Boah. Ja, fuck, 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 fuck. Das war eine Überrundung. Aber hier ziehe ich, glaube ich, wieder ihm weg. Also den 4C, den ziehe ich ab mit meinem Camaro auf der Geraden. Das ist krass. Und diesmal bremse ich ein bisschen weiter. Vorher. Oh, sorry. Das war fair innen überholt, muss ich zugeben. Hat er gut gemacht. Das wird wohl ein heißes Duell hier mit dem Rommel 63. Das könnte echt. Hab ich ihn jetzt weggerammt? Ne, bei mir war das alles sauber. Ich hoffe, bei ihm auch. Also, weil sie Ping ist nicht so.
ganz pralle gegengerechnet. Also da kann es mal passieren, dass ihr ihren Schlenker macht und hinter euch, der fliegt plötzlich weg, weil er ganz knapp hinter euch war. Du bist weg. Das ist echt nicht so toll. So, jetzt muss ich nur den Platz halten. Wir dran denken, früh bremsen. Nein! Oh, habe ich mich gedreht. Da habe ich zu sehr die Handbremse gezogen und habe mich gedreht. Fuck, ey. Der zweite war so schön. So schön erfahren. Ach, ärgert mich das jetzt. Wenn ich mich da so gedreht habe. Ach Mann. Achso, was ihr rechts seht, das ist, sagt einfach nur, dass ich dauerhaft rede. Also die anderen zumindest für mich dauerhaft reden. Wow. Das liegt einfach daran, dass man dieses Voice-over-IP nicht abschalten kann. Aber ich habe jetzt gelesen, bei GameStar hat die News gebracht, es wird einen vollständigen Mod-Support geben. Zumindest haben sie es angekündigt. Das finde ich schon mal. Und Steam hier, Steam Works, werden sie vielleicht auch noch einbinden. Was ich natürlich richtig geil finde, insgesamt. Oh, hab ich da nicht abgekriegt? Ne, krieg ich nicht. Geil. Soll ich vielleicht öfter machen. Spare ich mir vier Bremsen. Was ich natürlich richtig geil finde, weil dann natürlich auch Fahrzeuge, die noch nicht drin sind, den Weg finden könnten. Na, zumindest Dritter. Und auch andere. Ja, vielleicht auch andere Rennmodi und solche Sachen. Das wäre echt, echt super nice, wenn sie das, wenn da sich ein paar Modder, ein paar findige Modder betätigen würden. What the f. Wo ist der denn? Ist der jetzt eine komplette Runde hinten oder was? Der neunte? Der ist auf der gleichen. Ach ja, stimmt, wir haben ja einen überrundet. Oh mein Gott. Oh, did not finish. Mit dem Subaru und BMW 1. Na, dass Leute immer ausscheiden in den Rennen, das ist klar. So, ich würde sagen, da war es doch ein ganz, ganz. Ganz gutes Ende und würde mich erstmal hier von euch verabschieden. Noch schnell die Belohnung. Gibt nämlich auch nicht Kohle. Wenn man so unter die ersten drei kommt, da gibt es ganz schnell an die 30.000, wie ihr gerade seht. Das ist schon nicht schlecht. Also, ich würde sagen, dass das Rennen, da war ich endlich wieder drin, halbwegs. 28.000 und würde sagen, bis bald und ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Spaß mit mir und folgt meinem Kanal.